Ja, schönen guten Morgen. Gestern Nachmittag sind wir hier in Ovar an einem Strandparkplatz angekommen. Leider wird es immer so früh dunkel jetzt um diese Jahreszeit, dass ein Filmen dann gar nicht mehr so richtig möglich war. Ja, wir hatten eine ruhige Nacht. Das Einzige, was laut war, waren die Wellen. Gerade wenn Flut ist, ist das Wasser sehr nah hier am Parkplatz gewesen, mehr oder weniger, und es war laut. Aber das Jammern auf hohem Niveau, ne? Ja, ich zeige euch mal kurz den Platz, den Strand, und dann schicke ich die Drohne nach oben. Viel Spaß! Doch nett aus, ne? Ja, also hier gefällt es uns richtig gut. Ja, wir machen uns jetzt auf, nach lecker Kaffee trinken nach Aveiro und dann weiter nach Coimbra. Ja, da haben wir ein bisschen was vor, aber das sollen zwei schöne Städtchen sein. Dann würde ich sagen, Attacke, los geht's. So, wir sind angekommen, Costa Nova, da wo die kleinen, schönen, bunten, gestreiften Häuschen sind. Haben uns vorher ein bisschen verfahren, sind nach Aveiro reingefahren, wie wir das so geplant hatten. Und haben gedacht, das wäre in der City irgendwie am Hafen oder so. Da gibt es nämlich auch ein Costa Nova und ja, hat uns in die Irre geführt. Jetzt sind wir nochmal, weiß nicht, 15 Kilometer rausgefahren und stehen jetzt auf dem Parkplatz und gucken uns jetzt die schönen Häuschen an. Also so ein süßes Dörfchen, das hat sich echt gelohnt. Ja, wir haben uns ja gefragt, ob da noch Leute wohnen oder ob das einfach nur so, ja, wie ein Museum ist. Weil teilweise gibt es da Restaurants und Andenkenläden, aber eine süße Dame haben wir da gesehen, die da tatsächlich wohnt. In so einem Mini-Haus. Ja, ich werde jetzt die Drohne mal hochjagen. Mal gucken, wie es von oben aussieht. Thank you.
Wir sind auf dem Stellplatz in Lavos gelandet und ja, fantastisch. Aber was wir jetzt direkt machen, Strandspaziergang. Und danach lasse ich die Drohne mal steigen und ich glaube, dann kann man wunderbar sehen, wie es hier aussieht. Ja, und die Bilder, die seht ihr jetzt. Ja, jetzt haben wir leider unseren schönen Stellplatz verlassen müssen. Die Reise geht weiter. Und ja, was wir gerne machen, mal beim Chinesen anhalten und da ein bisschen durch den Laden tingeln. Man findet doch immer mal was, was man gebrauchen kann. Ja, und das machen wir jetzt. Und dann geht's weiter Richtung Nazareth. Ja, ein bisschen fündig sind wir geworden, nachdem unsere Knobi-Presse so richtig schön auseinandergebrochen ist. Die Heike hat einfach viel zu viel Kraft für alles. Haben wir uns eine neue geholt und häkeln. Nee, ich nicht. Die Heike häkelt ein bisschen, ne? Und ja, da bietet sich dann doch diese billige Wolle hier an. So, und jetzt aber ab nach Nazareth. Ja, komplett zerzaust. Der Wind hat uns doch ziemlich ordentlich zugesetzt. Sind wir jetzt aus Nazareth gekommen. Wir haben uns das Dörfchen angeschaut und sind hochgegangen bis fast zu dem Leuchtturm. Und wir sind von Nazareth so begeistert. So ein schönes Dörfchen mit den kleinen Gassen und am Meer und super. Ja, und die Filme, die Bilder, die zeigen wir euch jetzt.
Und, so viel versprochen, ich hoffe, dass das auch so rüberkommt. Super schön. Ja, wir stehen hier auf dem Park von Night Parkplatz, riesig groß, wo auch mehrere Wohnmobile stehen. Und wir hoffen, dass wir heute Nacht dann hier wirklich auch schlafen können. Ja, das werden wir machen. Und jetzt ruhen wir uns erstmal aus und lassen den Abend kommen. Schönen guten Morgen. Ja, die Nacht war leider nicht ganz so ruhig, weil da Vanlifer bis tief in die Nacht gefeiert haben. Sehr schade, dass das im Wohngebiet sein muss, aber gut, Ohrenstöpsel rein und weitergeschlafen, alles gut. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Péniche und wollen uns das Städtchen mal anschauen. Wenn wir eine Fähr- und Entsorgung unterwegs finden, dann werden wir die auch nutzen. Gut, dann geht's los. Ja, und Heike studiert gerade, wo wir hinfahren. Ja, Break. Mensch, da wäre uns ja jetzt fast was passiert. Wir hatten Obidosh gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und jetzt, wo wir gefahren sind, war der Wegweiser und haben uns angeguckt und gesagt, ups, da ist uns wohl was durchgegangen. Ja, wir stehen jetzt auf einem großen Parkplatz in Obidosh, der kostenfrei zu sein scheint. Also gehe ich ganz fest von aus. Ja, das Wetter spielt gut mit, obwohl Regen vorhergesagt war. Ein Träumchen. So, dann schauen wir uns jetzt mal Obidosh an. Und ihr bekommt die Eindrücke zu sehen. Viel Spaß! Ja, da hätten wir echt was verpasst, wenn wir das Städtchen ausgelassen hätten. Absolut. Und eine Köstlichkeit. Ein kleines Andenken an Obidosh. Genau, es ist aber wahrscheinlich nur ein kurzes Andenken. Ja, das ist, die haben hier Bitterschokolade in Verbindung mit dem Kirschlikör. Und das schmeckt wie bei uns... Moncherie. Moncherie, genau. Also ist im Prinzip... das Gleiche. Und deswegen, wir haben noch Bitterschokolade da, wir bauen uns jetzt die eigenen Moncheries.
Ne, Mon Cheri? Ja. So, jetzt geht's weiter nach Péniche. Péniche, genau. Was sind das irre Felsformationen hier? Das ist unglaublich. Leider kann man das hier alles nicht so einfangen, weil das wird auf der Kamera nicht rüberkommen. Sehr schade, aber echt cool. Ja, schönen guten Morgen. Ja, gestern hatten wir leider sehr, sehr viel Pech gehabt. Nachdem wir uns den Leuchtturm angeguckt hatten, ja, fing es dermaßen an zu regnen in Péniche. Und da haben wir gesagt, nee, dann lassen wir das Städtchen leider außen vor. Es macht halt keinen Spaß durch den Regen. Wir sind ein bisschen mit dem Auto durchgefahren, haben uns das angeguckt und sind dann weiter südlich. Stehen jetzt auf einem Stellplatz, wo wir die Nacht verbracht haben, der super ruhig ist mit Fähr- und Entsorgung, kostenlos. Also super hier. Name blende ich wie immer ein. Ja, jetzt haben wir vor, nach Évora zu fahren. Das ist ein bisschen im Landesinnere und wollen uns das Städtchen, was sehr schön sein soll, inklusive Knochenkapelle, angucken. Ja, und wir frühstücken jetzt und dann geht es los. Und bäm! Jetzt sind wir in Évora angekommen, nach einer ganz schönen Gurkerei. Google hat uns wieder durch die kleinsten Straßen geführt. Ja, jetzt stehen wir auf dem städtischen Stellplatz. Ja, und unser erstes Ziel wird es sein, in die Knochenkapelle zu gehen. Und jetzt fängt gerade an zu regnen und die Sonne scheint. Gut, egal. Wir gucken uns jetzt Évora an. Und die Eindrücke, die seht ihr jetzt. Thank you.
Ja, wir sind zurück am Wohnmobil. Das war die erste Stadtbesichtigung, die wir im Regen gemacht haben, glaube ich, ne? Ja, ansonsten sind wir immer abgehauen. Ja, also Evora ist wirklich eine Reise wert. Die Knochenkapelle, super schön. Auch die Kapelle, die nebenan ist, ein Traum. Also so eine schöne Kapelle habe ich noch nie gesehen. Voller Prunk und Protz, aber super schön. Ja, und jetzt sind wir zurück und hoffen, dass wir irgendwann noch mal in den Genuss kommen, Evora bei Sonnenschein zu besuchen, weil es war wirklich toll. Genau, und jetzt haben wir Hunger. Das Licht ist nicht die Sonne, sondern das ist die Laterne, die hinter uns ist. Ja, jetzt hier wird was zu essen und dann werden wir unsere alten Knochen dann ein bisschen schonen. Jo, machen wir. Schönen Abend. Ja, das Wetter. Ja, in Evora hat es die ganze Nacht und heute den ganzen Morgen, den ganzen Vormittag sowas von geregnet und geschüttet und gestürmt, dass ich gar nicht gefilmt habe. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, heute Vormittag von Evora losgefahren und fahren jetzt nach Zagreb und haben ungefähr die Hälfte geschafft. Und damit wir endlich mal an der Algarve ankommen. Ja, wir sind jetzt mal so von der Straße runter und zum Käffchen trinken, Prösterchen. Ja, und es sieht auch hier wieder blöde nach Regen aus. Aber gut. Ja, Google schickt uns wieder durch die geilsten Dörfer, durch die heftigsten Schlaglochstraßen, also für die, ich weiß gar nicht, 280 Kilometer, 230, ich habe keine Ahnung. Da braucht man verdammt lange. Also wer es eilig hat, fahrt auf jeden Fall Bezahlautobahn. Okay, so, jetzt geht's weiter und dann hoffen wir, jetzt habe ich einen Tropfen abbekommen, dann hoffen wir, dass wir in Zagreb auf dem großen, großen Parkplatz noch einen Platz kriegen. Genug Geschwart, Attacke!